Der Sprung übers Arschleder ist nur was für echte Bergmänner oder eben Bergfrauen. Diese Ehre wird nicht sehr vielen zuteil. Anna-Maria Zech ist eine von 6 LEAG-Mitarbeitern, die den Sprung in diesem Jahr wagen durften. Sie ist Jungfacharbeiterin und hat ihre Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement im letzten Jahr vorzeitig beendet. Trotzdem ist sie Jahrgangsbeste in ihrem Ausbildungsberuf geworden. Also ich musste schon viel dafür tun, bin auch ein sehr ehrgeiziger Mensch, aber ich hatte auch viel Freude dabei und deswegen war das alles auch machbar. Und ich habe mich auch sehr gefreut, dass ich heute dabei sein durfte, dass ich diese Ehre hatte und ja, ich bin sehr glücklich. Bis einige dieser jungen Damen und Herren dahin kommen könnten, dauert es aber noch mindestens 3 Jahre. Doch mit dem Sprung über das Schleifenband beginnt auch für sie ein neuer Abschnitt. 98 Auszubildende aus dem gewerblich-technischen Bereich haben damit ihre Probezeit abgeschlossen. Ich finde es super, weil es was Außergewöhnliches und ich finde es einfach gut. Es hebt sich von anderen Unternehmen ab. Das finde ich sehr gut, weil das wird ja jedes Jahr fortgesetzt und das ist auch für jeden Jahrgang auch immer was ganz Besonderes und das ist auch schön. Also ich finde das absolut super, diese Tradition gehört einfach dazu, zu der Region. Ich komme von hier und denke, das sollte auch beibehalten werden. Zum 14. Mal hat die LEAG den Ledersprung durchgeführt. Der Brauch hat seine Wurzeln aber schon im 18. Jahrhundert. Früher sind die Bergmänner auf diesem Leder den Schacht runtergerutscht. Für die LEAG hat die Tradition aber noch eine weitreichendere Bedeutung. Ich glaube, das ist etwas Einzigartiges. Diese Art der Veranstaltung ist mir zumindest von woanders her nicht bekannt. Wir haben das damals getan, um unseren jungen Menschen, die in der Ausbildung sind, ein stärkeres Zugehörigkeitsgefühl zu vermitteln zu diesem Unternehmen, aber auch allgemein zum Bergbau. Und ich glaube, aus der Erfahrung dieser 14 Jahre, die ich alle mit begleitet habe, darf ich sagen, es ist uns auch ganz gut gelungen, wie ich meine. Die aktuelle politische Situation beobachtet Michael von Bronck allerdings mit Sorge. Von der neuen Regierung erhoffe er sich weitblickende Entscheidungen. Schon im nächsten Jahr wird die LEAG nicht mehr ganz so viele Azubis einstellen können. Damit wird auch Anna-Maria Zech indirekt zu tun haben. Sie arbeitet jetzt nämlich im Bereich Personaladministration bei der LEAG. Dort will sie auch noch so lange wie möglich bleiben. Dass ihr die Ehre des Ledersprungs aber so schnell zuteil wird, damit hat Anna-Maria am Anfang ihrer Ausbildung auch nicht gerechnet.